Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Smokey und im letzten Part haben wir hier von Autos aufgehört. Ein bisschen weiter hin. Ich muss jetzt ein Stückchen nachspielen, weil ich eine Aufnahmepause gemacht habe. Also das ist schon der nächste Tag für mich. Vielleicht interessant zu wissen. Und der Panzer bahnt uns jetzt mal den Weg hier durch. Das ist so ein typischer Panzer. Einfach mal alles wegschieben. So muss das. Oh ja. Oh. Ihr seht schon, ich habe auch ein paar andere Waffen eingepackt jetzt hier gerade, dass wir hier ein bisschen Party machen können. Denn die sind teilweise arschweit weg und so ein bisschen auf, ne? Für Distanz. Ist das ganz praktisch. Und eine M4 habe ich auch. Hui, und ein Panzer. Ey, ich brauche gar nichts machen, der Panzer macht das schon. Ich verstehe genau gar nichts von der Durchsage. Also jetzt akustisch nicht. Ah, das war gut. Stopp doch. Shit. Oh. Die werfen die Granaten echt scheiß gut. Oh, oh. Oh, lass meine Deckung hier stehen. Oh, die. Macht ihr mal, ne? Mann. Oh mein Gott, die muss auch immer hinter mir landen, die Kackgranate. Ja, lauf vor dem Panzer, ist eine gute Idee, rein technisch schon. Ich treffe nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist voll der Leroy Jenkins-Typ gewesen jetzt. Er denkt sich, ja, oh, ich werde von 5 Leuten beschossen und im Panzer. Leroy Jenkins! Und rusht einfach mal da durch oder so. Ey, ich seh nichts. Quatsch, Quatsch. Ich würde gerne den Panzer fahren. Warum darf ich das nicht? Das wäre die saugeile Panzerfahrmission. Mein Gott, haben wir keine. Ah. Haben wir keine anständigen Waffen hier? Das kann doch nie angehen hier. Was haben wir denn da noch? Nee. Nee, die haben alle kein Zielfernrohr. Ah, doch, da ist ein Rotpunktvisier. Ah, doch, 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 doch. Rotpunktvisier finde ich gut. Nimm mal. Ich sagte, nimm mal die Waffe. Oh ja. Das geht. Oh. Gute Nacht. Ja, kann ich auch, Kollege. Bam. Da kannst du dich wenigstens hinter Autos verstecken. Nicht so wie in Call of Duty, du stellst dich hinter ein Auto. Bam. Auto put. Shit, Mann, diese Granaten. Die sind so ärgerlich. Die sind so ärgerlich. Sag mal, was ist denn mein... Oh, da steht noch einer. Warte mal. Eieiei. Ei, ei. Ey, manchmal hauen die einem echt ganz schön auf den Deckel. Das sind aber auch scheiß viele. Ja, dann schieß doch mal auf hier. Wow, die habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Schwerfeuer, dass er da hinten nicht aufstehen kann. Macht er ja trotzdem, oder? Zeig mal deinen Kopf, komm schon. Das kann doch nicht angehen. Eieiei. Puh, jetzt wird's langsam knapp in meinem Leben. Ich habe immer das Glück, echt knapp zu überleben. Ey, der kann doch nicht angehen. Einmal aufstehen und du bist halt tot. Das war richtig halt tot. Macht ihr mal da. Ein schöner Panzer davor, wird er nicht viel treffen. Gut, haben wir da auch aufgeräumt.
Weiter geht's. Ich lass mal lieber den Panzer vor. Ja. Genau aus dem Grund. Laufen niemals vor dem Panzer. Was war das denn jetzt? Ist der nicht gerade hochgelaufen? Wann war der Panzer? Hat er irgendwo. Da schießt man drauf. Wow! Panzer OP! Kann ich nicht aber mit dem Auto da fahren? Ist das sogar an? Kann ich? Nö. Schade. Ey. Ey! Ruhe ist jetzt! Kann auch nicht angehen hier. Haut mir da einer auf die Fresse. Bam. Bis ihr schießt. Ich weiß ganz genau, dass da einer steht. Ich weiß ganz genau, dass da irgendwo einer ist. Ich finde den. Ich finde den. Da ist er. Hauptsache, er schmeißt noch eine Granate. Ey, scheiß Japaner hier. Ja, ne. Kennen wir schon. Was war das jetzt? Scheiße, Mann! Leck mich am Arsch! Was ist denn? Hey, alles okay bei euch? Die Luke war offen. Uns hat's fast erwischt! Was ist passiert? Eine Schockwelle. Sie haben Glück, dass sie noch leben. Wir sollten den Panzer nehmen. Ja, sollten wir. Finde ich gut. Ei. Dann machen wir das mal. Wenn du schießen kannst, kannst du noch lange nicht kämpfen. Hey, Albert, lass uns kapieren. Natürlich gefällt mir das gut. Das. Los geht's. Moin, 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 moin. Wow. Mal da ein bisschen aufrollen. Ja, ja, wir sind doch schon dran. Panzer weg. Panzer weg. Bus weg. Holy shit, nein, Runner 2 ist auch weg. Ach, ich hätte mit dem auch fahren können. Oh ja, ich bleib dann lieber in meinem Panzer. So. Holy. Bam. Bin am Weg. Ja, dann nehmen wir das Ding gleich ganz in die Luft. Ich sagte ganz in die Luft. Ich würde nicht mehr sehen. Ja, dann halt nicht. Gut, ich schieße auch in die Frontpanzerung, ich Idiot. Einfach mal draufheizen, dann nenne ich mal schön Party. Oh, ist das schön. Nur mal Platz. Alle durch. Zeig mal ein bisschen Respekt vor den Größeren hier. Das war's? Oh, mir ahnt Böses. Ja, der hätte eigentlich auf die Heckpunktzahlung gehen sollen. Jawohl. Mehrfach Kills, wer hätte es gedacht? Das sind Panzersperren. Ja, die tun auch ganz schön ihren Job. Dass so kleine Nadeln so weit packen. Jo, fahr ich halt dadurch, ne? Autos halten mich jetzt zum Glück nicht auf. So. Muss ich denn lang? Da drüber, ne? Ne, da komme ich gar nicht rüber. Muss ich den Panzer jetzt schon wieder hergeben? War's das? Ist ja voll fahr. Voll die Kacke. Ich will nicht. Okay. Oh. Ja, ach nee. Komm mal. Bam.
Es war Breitseite. Gute Nacht. Bams. Hallo? Ey, die Japaner sind echt ein Wunder. Oh, shit. Autsch, 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 autsch. Feuer, Warning, Feuer. Shit. Das war. Habe ich gerade auf dem Spiegelpanzer geschossen? Weil jedes Mal, wenn ich den getroffen habe, hat der mich auch getroffen. Vielleicht war das so ein Paradoxon-Panzer. Der irgendwie, ne? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich hab's auf jeden Fall verkackt. Okay. Dann nochmal von neu. Jetzt haben wir zumindest noch unsere zwei Kollegen. Vielleicht halten die jetzt einen Tücken länger. Du triffst meinen Kollegen nicht. Oh Mann. Feind eliminiert. Geht nicht. Geht nicht. Oh yeah. So, ich sehe. Hi. Ich sehe. Hi. Ja, ja. Hi, Van. Ich kann ihn nicht wegschieben. Alter, das ist ein scheiß stabiler Van. Oh, machen wir nochmal. Nee, lässt du nicht weiter verschieben. Schade. Ja, dann fahren wir da drüber. Irgendwo drüber fahren muss ich ja. Ja. So, jetzt haben wir gleich da zwei Panzer. Ich weiß. Hä? Wo ist der? Panzer? Nicht. Da ist er. Das war schon eine Breitseite. Gone. 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 Kollege Panzer von vorhin. Bam. Autsch. Komm schon, Mann. Der Panzer hält einfach scheiß viel aus. Geht doch. Könnte uns mal jemand reparieren? Dankeschön, Dankeschön. Ich habe nichts gegen. Eine nette, nette Reparatur. Gerne, immer wieder gerne. So, dann fahren wir jetzt ins Parkhaus. Wuppi! Parkhaus Panzer! Oh shit. Achso. Können sie auch wegspringen. Dann fahren wir mit dem. Ich hätte fast in die Luft gesprengt. Was passiert denn damit? Ah, kann ich auch drüber fahren. Ui, düs, düs, düs. Oh. Hä? Ich dachte, da steht noch ein Tank. Ups. Ich finde lustig, dass sie dann alle mal automatisch ins Fahrzeug teleportieren. Das ist schweinegeil. Und wo ist jetzt der Kontrollraum? Was soll mir das Fahrzeug hier jetzt bringen? Kontrollraum? Kontrollraum? Hallo? Ja, vielleicht ist das eine Tiefgarage. Das kann natürlich auch sein. Warte mal. Ich sehe hier gar nichts. Zwischendurch ein bisschen dunkel. Ne, ist keine Tiefgarage, geht nicht runter. Hä?
Also, dass da unten Japsen stehen? Habe ich bisher nichts gefunden. Da gehst du die Treppe hoch? Nö. Nö, da ist nichts. Komisch. Na gut, dann fahren wir mal wieder runter mit dem. Um ein paar Japsen zu vernichten. Okay, erstmal auf die Steuerung klarkommen. Oh! Psst. Toll. Jetzt habe ich das Ding genau da geparkt, wo ich es hätte nicht parken wollen. Super! Hast du es super gemacht, Smoggy. Was denn? Ich versuche wegzuschießen, das geht nicht. Ah, der Typ da. Nicht mehr da. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei Panzer, die wir nicht fahren können. War ich beide so ein bisschen in den Sand gesetzt. Ach, da ist die Steuer. Oh. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Kritischer Schaden. Toll. Er schießt noch. Ja, jetzt. Oh, jetzt schießt er nicht mehr. Hui, schnell weg. Ab in den Panzer. Hi! Ich war auch soweit. Weißt du? Weißt du, Kollege? Bam. Kennst du? Kennst du das? Pass mal auf. Kennst du das? Kennst du das? Kennst du das, hä? Kennst du, ne? Ich sehe schon, kennst du, wie du das kennst. Oh yeah. So, gut, aber wo das Flugfeld ist, ne? Das bleibt erstmal ein Geheimnis. Bis zur nächsten Folge, denn das ist vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Smoky. Bye, bye.